Hallo alle wunderbaren Autoenthusiasten da draußen und willkommen zurück bei Kartopia TV und diesmal zu einem relativ speziellen Video, denn es ist so ziemlich der erste, naja, der dritte schöne Tag dieses Jahres. Der Frühling ist so ein bisschen angekommen und deswegen fahren wir eine kleine Tour mit unserem schönen M6 und dann auch unserem Nachbarn, dem Tom, mit seinem 911er GT3 RS. Und um das Ganze noch ein bisschen schöner zu gestalten, überraschen wir eine Freundin von mir, denn einer ihrer größten Wünsche bisher war es immer, in einem Porsche mitzufahren. Und naja, welcher Porsche ist besser als ein GT3 RS, um das Ganze dann zu machen? Im Hex ist es ein bisschen windig, also entschuldigt das Ganze, aber ja, schauen wir mal, wann der Tom dann endlich rauskommt und dann fahren wir zu ihr. Das wird sicherlich cool. Los geht's! So, wir sind jetzt angekommen und jetzt geht's nur noch darum, die Lena zu holen. Schauen wir doch mal. Hallo! Na dann kommen Sie mal mit. Also nur als Erklärung, ich habe der Lena nicht gesagt, also dass die Lena übrigens. Ich habe der Lena nicht gesagt, was wir machen. Du hast Tschüss, hast du gesagt. Bisschen, ja. Das hat sich nämlich alles sehr komisch angehört. Naja, aber ich denke, das wird ziemlich cool. Du hast ja mal einen Wunsch geäußert, ein großes Ziel, das du gehabt hast. Was war das nochmal genau? Ich weiß es nicht mehr, ich kann mich nicht daran erinnern. So nervös. Du wolltest mal in einem Porsche mitfahren. Ja. Und nun. Na gut, wir haben ja einen Porsche, ja. Aber weiß nicht, ob der aufregend genug ist, der kleine Cayman. Ja, also, schon. Also haben wir unseren Nachbarn mit seinem GT3 RS geholt. Ich habe gerade nur den M6 gesehen. Ja. Oh, du spinnst. Ja, und wir machen eine kleine Ausfahrt. Okay. Was sagst du? Ja, finde ich cool. Ja, findest du cool? Die chilligste Reaktion, die ich je gehört habe, darauf, dass ein Lebensziel erfüllt wird. Aber okay. Ja, mir geht's gut. Was soll ich sonst sagen? Dich freuen, aufregen, was auch immer. Hi. Morgen. Hi. So, Lena. Tom, Lena. Hi. Ja, und das ist das Biest, in dem du mitfahren wirst. Ist doch nur ein Beetle. Du kennst doch Beetles ja. Gut genug. Nichts anderes. Bitte sehr. Schön. Bisschen tief, hä? Ja, es geht. Wir filmen dann weiter von außen. Ja. Da ist die GoPro. Also bei Reaktionen immer schön in die GoPro glotzen. Mhm. Und viel Spaß. Danke. Schlüssel brauchen wir auch noch. Ja. So, da ist der Jochen Hesse Überraschung geplant. Ja. Ich habe gestern nachgebohrt ohne Ende. Aber er hat mir nichts verraten. Also ich glaube, sie hat vieles erwartet, aber das hat sie nicht erwartet. Na, gucken wir mal, was sie dann sagt. Ja, spätestens, wenn der Tom das erste Mal Gas gibt oder das erste Mal schnell durch die Kurve fährt, dann spätestens wird sie hoffentlich mal einen kleinen Schreier rauslassen oder so. Ich, so wie ich ungefähr, als ich beim Turbo, den der Tom ja vorher gehabt hat, das erste Mal Gas gegeben habe, oder? Jesus Christ! Bist du auf das Auto gekommen? Also ich war ja schon von Kindesbeinen an in irgendeinem Film mal einen Porsche gesehen, wo ich gesagt habe, wenn ich groß bin, will ich mal so einen haben. Da habe ich den damals gesehen und dachte, da hat mein Freund
Frau auch gesagt, ja, der gefällt dir auch. Und dann haben wir das gemacht. Ja, würde ich auch so machen. Ja. Die Farbe ist ja allein schon. Ja, ja. Das reicht schon. Die Farbe reicht schon. Genau. Tempolimit auf der Autobahn. Lächerlich. Ja. Ist aber lustig, wenn man bei 270 eine Speed Warning von den Winterreifen kriegt. Die erste Experience. So. Gut. Gut, sagt sie. Vorhin schon gesagt, du denkst halt bei dem Auto, es kommt nichts mehr und dann haut er halt nochmal 5 hinterher. Ich glaube, man kann sehen, es hat dir gefallen. Und jetzt haben wir ein Loch in der Scheibe. Was? Steinschlag. Steinschlag? Ja. Hoppala. Okay. Jetzt Gott passiert. Okay. Hast du gehört, gell? Ja, sehr. Dusch. Hinter mir? Ja, ja. Hinter mir. Okay. Okay. Zeig mal gleich an. Ich stell dir jetzt eine ganz wichtige Frage. Ja. Willst du für den nächsten Teil, wo es über die Landstraße geht, nochmal im Porsche oder im M6 mitfahren? Definitiv Porsche, ist keine Frage, Mann. Okay. Boah, du Charmeur. Charmeur, du. Runde 2. Landstraße. Landstraße. So, das war's mit diesem lustigen kleinen Video, dieser Ausfahrt. Und wie hat's dir denn gefallen? Sehr gut, sehr witzig. Ja, also hab schon deinen Grinsen Porsche gesehen. Also hat das dann keinen Spaß. Auf jeden Fall danke fürs Anschauen von dem Video und ja, was Lustiges wie das hier nicht verpasst, driftet eure Hand über den Abonnentenknopf, macht einen Banner auf den Like-Button, so wie der M6 auch. Ciao.